für die Möglichkeit. Auch danke, dass unser Partner da mit dabei ist, der Sebastian Benjamin, den ich nachher gleich übergebe. Ich möchte eigentlich drei Dinge kurz erklären. Erstmal, wer bin ich? S4HANA ist sicherlich für manche Leute ein bekanntes Produkt, aber im Endeffekt geht es um die betriebswirtschaftlichen Lösungen, mit der SAP gewachsen ist, in die digitale Transformation überführt zu haben. Dort bin ich COO. Ich habe mal nachgeschaut. Die neudeutsche Erklärung heißt Betriebsleiter. Ich schreibe das manchmal mit T, manchmal mit D. Denn es ist eine digitale Transformation an mir selbst und an uns selbst. Und ich habe noch parallel dazu, und das ist mir sehr wichtig, ein globales Netzwerk an Produktexperten, das uns jederzeit und ständig Feedback gibt. Wie kommen denn unsere Angebote, die wir auf dem Markt haben, auch wirklich an? Ich glaube, in dem Sinne würde ich gerne über die digitale Transformation, was wir im Markt sehen, was wir auch in Produkten sehen und wo wir mit unseren Mitarbeitern hinwollen, kurz erklären und würde dann an CBS übergeben, die natürlich als einer der wichtigen Partner im Umfeld auch sehr stark an den gleichen Kunden mit uns zusammenarbeiten. Zunächst mal, wenn man über digitale Transformation spricht, sollte man nicht vermeiden zu erwähnen, dass es sehr viele Ambitionen gibt. Die sind oft technischer Natur, aber ich glaube, und das ist ein Thema, was mich auch persönlich beschäftigt, wir müssen auch anschauen, welchen Impact, welchen Einfluss haben wir auf den Markt. Und da gibt es einen ökonomischen, einen ökologischen, aber auch einen sozialen Aspekt. Und SAP ist all diesen dreien auch verschrieben. Übrigens selber auch als Firma. Carbon Neutrality ist nicht etwas nur, was man jetzt freitags auf einer Demo, sondern wo man sich ganz klar überlegen sollte, wo möchte ich als Unternehmen hin, welchen Einfluss kann ich auf solche Dinge haben? Und da komme ich noch gleich drauf, zumal wir als SAP auch indirekt einen wahnsinnigen Einfluss auf solche Themen haben. Und das ist wichtig, weil es ein bisschen auch zeigt, wo sich eine digitale Transformation auch hinbewegt. Und das möchte ich erklären an einem unserer Projekte, nennt sich Climate 21, wo es darum geht, sowohl unser eigenes Portfolio von Produkten, Dienstleistungen, Angeboten, spezifisch natürlich auch in der Cloud als Software as a Service, wo wir auch den Kunden helfen, wo wir den Kunden helfen, die Transformation ihrer eigenen Geschäftsprozesse zu unterstützen. Denn unser Hebel als SAP ist sicherlich interessant und groß, noch viel größer ist, wenn wir auf unsere Kunden schauen. Und deswegen ist in der Frage, wenn wir Produkte designen, wenn wir als Ingenieure an die Produktentwicklung gehen, zusammen auch mit unserem Ökosystem, wenn wir sie betreiben, was ja in der Cloud ein wichtiger Unterschied ist, dass wir in einem ständigen Kreislauf sind, diese Dinge auch aufzugreifen, sie umzusetzen und hinterher und nach und zu kodifizieren, sprich eine lauffähige Funktionalität zu bringen, die die Kunden dort auch abholt. Und das ist übrigens etwas, was wir auch sehen, dass jede digitale Transformation, egal bei welchen Kunden, egal in welcher Industrie, nicht nur den grünen Touch hat, angemalt oder mit CO2 zu tun hat, sondern mittlerweile einen wahnsinnigen Einfluss auf Investments, auf die Frage, wie ich meine Lieferketten anschaue. Und komme ich nachher noch ein paar Beispiele, die wir gerade auch hier natürlich in der Region, in der wir uns befinden, sehr prominent sind. Deswegen ist Climate 21 kein Projekt, wo man CO2-Fußabdruck misst, was übrigens gut ist, sondern wo man ein Unternehmen fit macht und digital transformiert für die Zukunft. Warum ist es für SAP so interessant? Weil 78% der weltweiten Transaktionen irgendeiner Art durch ein SAP-System laufen. Und das ist, warum ich heute noch ein bisschen Englisch Goosebumps gefällt mir besser als aufgestellte Haare, wenn ich hier reinlaufe. Ihr seht mein Wohnzimmer im Hintergrund. Wenn ich hier reinlaufe und ich sage, wenn ich dazu beitragen kann, wenn ich Dinge besser mache, wenn ich Dinge besser gestalte, wenn ich digitale Transformationen bei so vielen Kunden an den Mann bringen kann, dann ist der indirekte Hebel etwas, was mich wahnsinnig interessiert. Es ist aber auch eine Verpflichtung. Und da geht es nicht nur um das Finanzwesen, da geht es um die digitale Transformation auch in der Lieferkette und so weiter. Ich mache es mal konkret an einem Beispiel, was vielleicht auch aufgrund der Kundenanzahl, die wir betreuen. Und das sind nicht nur die Bestandskunden etwas, auf das wir stolz sind und die vielen Industrien, sondern auch, dass wir jedes Quartal 40% komplett neue Kunden
oder neue Geschäftsmodelle in den Kunden bekommen. Beispiel, es geht mir nicht nur um den Daimler, sondern es geht mir beim Daimler auch um die Elektrobranche, genauso wie die Formula E, die sie supporten. Komplett neue Geschäftsmodelle, die ganz anders aufgesetzt sind und mit viel weniger Ressourcen auch wesentlich mehr erreichen. In dem Kontext ist es natürlich die Verantwortung, wo wir auch die Talente suchen, die über den Tellerrand einer Industrie, die über Tellerrand auch organisatorischer Befangenheiten auch drüber hinwegschauen können. Ich mache ein Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf SG HANA schauen, die Geschäftsmodelltransformation und Innovation ist, was uns täglich treibt, was die Ingenieure, die Berater, die Produktmanager, die Entwickler, diejenigen, die die Systeme auch über Development Operations am Leben halten, sehr stark auch motiviert. Aber es ist auch die Frage, wie kann man das optimieren? Denn am Ende des Tages kann ich mir bestimmte Transformationen auch nur leisten, indem ich eine Optimierung in Richtung des Bestandsgeschäftes auch weiter vorantreiben. Also nicht jeder wird in der digitalen Transformation hoffentlich die gleichen Dinge wieder tun, nur mit neuer Technologie. Das ist ein großer Fehler. Und in dem Fall natürlich auch die Frage, nicht nur Topline, Bottomline, aber auch Greenline, also die Nachhaltigkeit dessen, was wir tun. Und das sind natürlich ganz wichtige Themen. Ich habe einen Studenten aus meinem Team eingeladen. Mein Sohn hat gerade im dualen Studium bei SAP angefangen. Nicht wegen dem Papa, sondern weil er interessant findet, was man hier auch in dem Umfeld erreichen kann. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel, wo wir uns gerade vor kurzem auch öffentlich darüber geäußert haben. Und wir sind ja hier in Süddeutschland mit einem großen Anteil auch an im Umfeld Automobilindustrie. Und zwar nicht nur die OEMs wie BMW, Porsche, Daimler, alles unsere Kunden, sondern auch mit der Frage Zulieferketten, die sich ständig verändern. Da betreiben wir und supporten zusammen mit Partnern ein Netzwerk von Kunden und Zulieferern und natürlich auch mit dem BMWi supported, wie wir in Deutschland die digitale Transformation der Automobilindustrie unterstützen können. Und es ist jetzt nicht etwas, was so in der Zukunft mal 10 Jahre hinaus ist, es ist das, was ja heute passiert. Ich glaube, viele sind da aufgewacht und wir haben da viele Chancen. Und das bedeutet auch, dass Netzwerke im Endeffekt auch die Zukunft der digitalen Transformation sind. Es hilft mir nichts, nur einen dieser Ketten oder Bestandteile zu optimieren. Und das ist auch wichtig, warum wir gerade auch mit der Catena X in dieses Alliance-Netzwerk auch einzahlen als SAP, dass unsere Ingenieure, die Berater, unser Partnersystem auch mit uns gemeinsam hier daran denkt, wie wir sowas weiterentwickeln können. Denn das ist etwas, wo ich glaube, ich auch interessante Zukunftsperspektiven auch bestehen. Das geht natürlich einher mit der Situation, in der sich viele Kunden befindet. Und ja, kein Vortrag ohne Covid. Aber für mich ist Covid nur ein Beispiel einer Disruption. Das ist ein neudeutsches Wort, hört sich Englisch viel besser an. Eine Disruption von Märkten, denn jedes Unternehmen befindet sich zunehmend in einem Wettbewerb, dass zwei junge Menschen mit einem Laptop, egal auf der Welt, das tun können, wo sie früher im Endeffekt große IT-Abteilungen, große Innovationsabteilungen, große Innovationsabteilungen hatten. Und deswegen sind für mich Themen, ganz banale Themen wie Brexit, ganz klare Themen wie Lieferketten über die Welt hinaus, auch ganz wichtige Punkte. Ich glaube, die Krise, in der wir uns aktuell gerade zum Glück auch herausbewegen, hat vieles im Brennglas nochmal gezeigt, wie wichtig auch digitale Transformation ist. Aber nicht Technologie zum Selbstzweck, sondern welche Geschäftsprozesse können wir automatisieren? Wie spielt dort Automatisierung, künstliche Intelligenz rein? Wie kann ich einen Kunden beraten von etwas, was auch gut läuft, trotzdem darüber nachzudenken, wo eigentlich der Puck in Zukunft sein wird? Das gesagt, gibt es natürlich aktuell sehr viele Themen, wo wir auch neu denken müssen. Das ist zum Beispiel hier wiederum ein Netzwerk, eine Zusammenarbeit im Bereich Pharmaindustrie. Logischerweise etwas, was uns stark bewegt. 18 der aktuell an den Kernwertschöpfungsketten von den Impfstoffen beteiligten Unternehmen, der 20 großen, nutzen S4. Und die haben nicht nur einen Anspruch,
sondern sie wollen auch Ingenieure haben, die ihnen zeigen können, wie gut aussehen kann, wie schnell aussehen kann, wie ich skalieren kann in kürzester Zeit. Und das sind natürlich Teilnehmer an so einer Wertschöpfungskette, wo wir den Vorteil haben, auch so einen End-to-End-Prozess uns anzuschauen, wo wir mit unseren Partnern auch wie CBS herangehen und sagen, das muss auch beraten werden. Man muss auch den Leuten schnell helfen und ihnen zeigen, wie die Zukunft aussehen kann. Anderes Beispiel, Clinical Trial. Wir haben alle gesehen, die Prozesse, die in der Vergangenheit Jahrzehnte gedauert haben, plötzlich schneller gehen. Ist da ein Risiko drin? Ja. Aber was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die digitale Transformation in der Frage zusammen von Anforderung, also Demand, der Frage meines Produktionsprozesses, der Frage letztendlich des Herstellungsprozesses und wie ich es zum Kunden bringe, komplett neu überdacht worden. Wenn eins bleibt aus der aktuellen Krise ist, das geht nicht, gibt's nicht. Und das wird auch eine digitale Transformation Booster, eine Initialzündung für viele, viele andere Industrien sein, wo wir gesehen haben, nein, das machen wir so, nein, das geht so nicht. Und ich glaube, da sollten wir auch stolz sein, dass wir da dazu beigetragen haben, in der Industrie in Deutschland am Standort mit dem Know-how, das wir international auch adressieren und es sicherlich auch in Zusammenarbeit mit Universitäten aus meiner Sicht noch zum nächsten Level gebracht werden kann. Ich glaube, dass dieser Wandel auch nicht nur eine Herausforderung ist, sondern auch eine große Chance. Und dafür werben wir natürlich zusammen mit unserem Ökosystem für Teilnehmer. Also wir streichen nicht die SAP jetzt einfach grün an und sprechen jetzt von Sustainability, sondern wir meinen das wirklich ernst mit der Verantwortung, die wir haben, hier das voranzubringen. Und ich möchte natürlich nachher gerne noch auf ein paar Fragen mehr eingehen, will aber die Chance nicht missen, dass wir natürlich die Besten nur suchen und übergebe dann an meine Kollegen Sebastian und Benjamin, um es nochmal auch der Sicht eines unserer wichtigen Partnern zu sehen, wie wir da vorangehen und bin dann nachher natürlich in der Q&A wieder dabei. Stoppe hier mit das Sharing und Sebastian, glaube ich, gehe über zu dir. Ja, danke Sven. Ich versuche dann mal nahtlos überzuleiten und hoffe, dass meine Präsentation jetzt gleich auch kommt. Jetzt sehe ich zumindest was. Jawohl. Falls beim Monitor, Sebastian, tausch noch mal bitte. Nach oben. Jawohl. So. Ja, also vielen Dank. Digitale Transformation hier im Expert-Cycle. Auch vielen Dank, dass wir zusammen mit der SAP das hier vorstellen können, was wir so machen, was wir gerade im Moment Richtung S/4HANA machen und was wir auch bei unseren Kunden machen. Und das würden wir natürlich gern vorstellen. Wir haben für uns bei CBS ein ziemliches Megathema, sage ich mal so. Viele Kunden, die bei uns in der Fertigungsindustrie gerade sind, hier in Baden-Württemberg, überlegen sich halt ja auch, entweder S/4HANA zu nutzen oder einzuführen oder jetzt auch in der Pandemie zu optimieren. Und da haben wir einige Themen mitgebracht, die wir euch eigentlich auch mal vorstellen wollten. Vielleicht kurz zu mir. Also mein Name ist Sebastian Hellmann, Consulting Director hier in Heidelberg, in unserem Headquarter. Ich bin für das Thema S/4HANA und ERP zuständig. Selber Wirtschaftsingenieur aus Karlsruhe. Habe 2003 meinen Abschluss gemacht und jetzt seit 18 Jahren in der ERP-Beratung unterwegs. Und seit 2015 beschäftigen wir uns mit der digitalen Transformation unserer Kunden und da gerade im Speziellen das Thema, wie können wir globale Geschäftsprozesse in S/4HANA darstellen, beziehungsweise wie können wir diese Überleitung von dem alten ERP-System auf das neue ERP-System so effizient wie möglich gestalten, Projekte drumherum machen und die ganzen Innovationen und mit der Digitalisierung, die halt parallel läuft, halt mitzuhalten, wie kann man das managen und wie können wir das halt bei unseren Kunden möglichst effizient und schnell umsetzen. Das ist so ein bisschen mein Bereich. Ich komme aus der Prozessberatung, Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen und mein Kollege Benjamin Krischer kann sich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen. Ja, gerne nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Benjamin Krischer, auch Director bei der CBS, verantwortet da unser Geschäftsfeld Landscape Transformation, was sich tatsächlich mit der Umsetzung der digitalen Transformation beschäftigt. Zum einen, was Prozesse angeht, was Daten angeht, da schauen wir gleich nochmal gemeinsam ein bisschen detaillierter drauf, um euch ein Bild davon zu geben. Und ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren bei der CBS, mache seit fast 20 Jahren SAP-Beratung. Das ist auch das, womit ich direkt nach meinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, bin tatsächlich Diplom-Betriebswirt mit einem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik hinten dran, also ähnlich wie ihr, in mein Berufsleben gestartet bin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe im Studium immer gesagt, ich mache irgendwas, aber ich werde garantiert kein SAP machen. Ja, weil ist ja vollkommen angestaubt, ist eine alte Software, ist monolithisch, ist überhaupt nicht das, was man heute eigentlich so tun will. Jetzt mache ich seit 20 Jahren SAP und wenn ihr mich fragt, ob ich es bereut habe, irgendwann mal, definitiv nicht. Ja. Weil die SAP-Welt, und der Sven hat es gerade schon mal angedeutet, ist so vielfältig, so flexibel, es gibt so viele Dinge, wo man einfach was tun kann. Das SAP, und ich meine, wir reden heute über S/4HANA, also wirklich über das Kernprodukt der SAP, auch rundherum mit allem, was die SAP sonst noch so in ihrem Baukasten hat, gibt unglaublich viele spannende Sachen, die man mit SAP und für SAP-Kunden tun kann. Von daher freut es uns, dass ihr den Weg hierher geschafft habt und da ein bisschen dran interessiert seid zu hören, was wir denn so tun. Ja, und die SAP kennt ihr alle, die CBS ist, glaube ich, nicht so ganz bekannt. Was wir tatsächlich für uns in Anspruch nehmen, ist, das seht ihr da auf Englisch, Weltmarktführer für Weltmarktführer. Ja, der Sebastian wird euch gleich ein bisschen was erzählen. Was macht denn die CBS so? Wie groß sind wir? Und tatsächlich ist es aber so, wir sind ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen, sind mittlerweile weltweit 700 Mitarbeiter, also eigentlich eher eine kleinere SAP-Beratung, tatsächlich aber so, dass wir von den in privater Hand befindlichen Unternehmensberatungen in Deutschland eigentlich die größte oder eine der größten sind. Und auch wenn wir uns unsere Kunden angucken, die wir mit unseren 700 Mitarbeitern betreuen, klick mal eine weiter bitte, da sind tatsächlich sehr, sehr viele Weltmarktführer dabei. Ja, und Weltmarktführer sind natürlich, der Sven hat gerade Roche schon gezeigt, das sind die ganz Großen dieser Welt, aber Kunden, die wir viel spannender finden und mit denen wir Tag ein, Tag aus arbeiten, sind eher Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, wie Hidden Champions, kennt ihr wahrscheinlich alle, ja, vom Terminus her. Also wirklich Unternehmen, die eine Größe haben, die sehr komplexe Geschäftsprozesse haben, die sehr oft in der produzierenden Industrie unterwegs sind. Und da seht ihr unten zum Beispiel Dürr, ganz bei euch um die Ecke, Weltmarktführer für bestimmte Automotive-Anlagen, Lackieranlagen. Unglaublich komplexe Geschäftsprozesse, die sich auch tatsächlich ändern von der Transformation her, auch sehr stark davon betroffen, einfach hochspannende Unternehmen dabei, für die wir Tag ein, Tag aus tatsächlich für unsere Kunden unterwegs sind. Genau, was wir halt in dem letzten Jahr vor allen Dingen halt erlebt haben, wir designen zum Beispiel große Templates, also wo wir halt wirklich langfristig halt planen, die Geschäftsprozesse umzustellen und das dann vielleicht halt weltweit auszurollen in einzelnen Ländern, in Kontinenten und das eins, ja, sagen wir mal, Sprach- oder Zeitzonenspezifisch bis hin zu den einzelnen Prozessen, zum Beispiel jetzt gerade auch in der Pandemie bei Schott, die sind zum Beispiel der Weltmarktführer für diese Gläser, wo die ganzen halt Impfungen halt rein, ja, verschickt werden. Also sprich, wir sind wirklich von Beatmungsgeräten momentan bei Dräger, also die großen Krankenhäuser beliefern mit den Beatmungsgeräten, bis zum Testzentrum für Bluttestzentren, die halt überall auf der Welt in den Krankenhäusern stehen, bis zum einzelnen Glas, was irgendwo produziert wird, oder auch in den OP-Sälen halt momentan zu Hause. Also sprich, alle Prozesse, die momentan auf SAP-Systemen laufen, aber auch mit S/4HANA geändert werden müssen oder auch vielleicht schnell neu, agil digitalisiert werden müssen. Da sind wir momentan zu Hause und unterwegs. Und ja, die Fertigungsindustrie begleitet uns da so ein bisschen unten auch im Automotive-Bereich. Ja, vielleicht nochmal zwei, drei Sachen zum Hintergrund von CBS. CBS ist stark mit der SAP verwurzelt, also unsere Gründer von unserem Unternehmen waren selber im Trainee-Programm 1990 von SAP. Da war SAP noch relativ klein und haben sich 1995 selbstständig gemacht mit der Idee wirklich globale Geschäftsprozesse für die
damals deutsche Fertigungsindustrie zu designen. In den letzten 20 Jahren haben wir das halt sehr erfolgreich gemacht und haben mehr und mehr diese Unternehmen der internationalen Fertigungsindustrie aus Deutschland halt beraten und auch weltweit SAP-Systeme und Templates eingeführt. Und in den letzten fünf Jahren, seitdem S/4HANA rausgekommen ist, führen wir jetzt auch S/4HANA auf einen weltweiten Maßstab ein, indem wir diese Unternehmen, die jetzt schon, sag ich mal, 90-100% ihres Umsatzes in ihrem SAP-System machen, das halt auch in Zukunft in S/4HANA machen können und da auch alle Innovationen halt direkt verwirklichen können und haben da unsere eigenen Ansätze entwickelt, um Projekte halt schneller zu machen. Einer unserer Ansätze ist diese selektive Datentransformation, die eigentlich mehr oder weniger der Ansatz ist, den die meisten Kunden aus unserer Branche, also der Lifecycle-Branche oder dem Automotive-Umfeld oder Manufacturing-Umfeld gehen werden in den nächsten Jahren. So, und diesen selektiven Ansatz würden wir euch ganz gerne ein bisschen genauer vorstellen, was das eigentlich heißt und warum unsere Unternehmen das brauchen. Und dazu vielleicht mal kurz zum Hintergrund. Also viele Unternehmen, die sich jetzt in den letzten Jahren die Frage gestellt haben, okay, S/4HANA, also SAP, hat eine neue Version ihres ERP-Systems herausgebracht. Wie kann ich da rangehen und wie kann ich das einführen? Und da gab es eigentlich seit 2015 eigentlich immer nur die eine Lösung, dass ich Greenfield einführe, also sprich alles neu aufsetze und dann jedes einzelne Land der Welt in S/4HANA implementiere und vielleicht die nächsten 15 bis 20 Jahre ein Land nach dem anderen halt einführe und SAP dann hinterher irgendwann auch vom ERP-System auf ein S/4HANA-System migriert habe. Das war der Ansatz, der 2015 und 16 bei unseren Kunden halt verfolgt worden ist. Seit 2016, 17 gab es dann auf der rechten Seite die Systemkonvertierung, also ein Umsetzen eines aktuellen Systems 1:1 in eine S/4HANA-Umgebung. Das wurde von SAP so bereitgestellt und kann durchgeführt werden wie ein System-Upgrade. Aber diese beiden Szenarien haben wir halt festgestellt bei unseren Kunden, die halt, sage ich mal, sehr heterogene Umfelder haben, sehr starke differenzierende Prozesse haben oder auch komplizierte Systemlandschaften haben. Das ist für diese Unternehmen, die wir betreuen, eigentlich nicht der richtige Ansatz gewesen. Und deswegen haben wir in den letzten 3-4 Jahren unseren eigenen Ansatz entwickelt, der heißt Selective Transition, in Zusammenarbeit mit der SAP in einer eigenen Initiative, um hier das Beste auf der linken Seite mit dem Besten auf der rechten Seite der Systemconversion zu verbinden. Vielleicht kann Benjamin noch ein paar Sätze hierzu ergänzen. Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber tatsächlich Selective Transition, im Endeffekt, wie der Sebastian das schon gesagt hat, goldener Mittelweg zwischen den beiden Standardwegen, die die SAP anbietet, und ermöglicht unseren Kunden einfach das zu behalten, was sie behalten wollen an Prozessen. Das heißt, ein ganzes Stückchen Investitionsschutz. An der anderen Seite aber auch nur die Dinge neu zu machen, die man tatsächlich verändern möchte. Und damit kriegt man natürlich auch ein sehr, sehr starkes Sicherheitsniveau in solche Projekte, weil ich einfach dadurch, dass ich laufende Prozesse behalte und sie nicht verändere, weiß ich, die tun auch wieder und nur das, was ich ändere, ändert sich. Und was wir in solchen Projekten machen, gucken wir uns auf der nächsten Folie nochmal an. Genau. Also wir starten meistens bei der Prozessanalyse mit dem Fachbereich und mit dem Top-Management. Wir gehen halt über die Gesamtprozesse des Unternehmens durch, um zu überlegen, was würde sich denn durch S/4HANA ändern oder welche Mehrwerte kann ich durch S/4HANA erzielen. Da gibt es halt Bereiche der Prozessharmonisierung, des Prozess-Reengineering oder auch die Teile, die auf jeden Fall geändert werden müssen, weil S/4HANA halt vom System oder von der Technologie halt jetzt neue Innovationen gebracht haben, die mehr oder weniger Gamechanger sind oder Themen, die einfach technisch gemacht werden müssen. Daneben gibt es natürlich auch den technischen Bereich, der dann mit den Daten und mit den technischen Umsetzungen sich beschäftigt. Ja, und das eine ohne das andere funktioniert nicht. Data is key ist so ein typisches Schlagwort, was man immer wieder hört heute. Das heißt, wenn wir Prozesse im System ändern, müssen wir natürlich auch die Daten, die zu diesen Prozessen gehören, nochmal anpassen, indem wir Strukturen ändern, indem wir neue Logiken implementieren. Das heißt, das ist dieses Umfeld Datenmigration, was ihr unten links seht.
auf der rechten Seite. S/4HANA ist nicht nur ein neues Softwareprodukt, sondern da steckt auch einiges an geänderter Technologie, Architekturidee dahinter. Das heißt, wir reden, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, ziemlich viel über Cloud ins Implementierung, das heißt weg von so einer eigenen Implementierung. Viele Dinge werden auch aus dieser monolithischen Struktur, die wir heute kennen, einfach nochmal losgelöst, um einfach agiler und kleiner zu werden. Dafür braucht es natürlich auch pfiffige Entwickler, Programmierer, Kollegen, die einfach ein eher technisches Händchen haben, um genau solche technischen Neuimplementierungen oder Änderungen einfach vorzunehmen und das Ganze dann eben nicht mehr nur in der klassischen ABAP-Welt, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, sondern wirklich auch in Cloud-Technologien mit Java gestützt etc. Tatsächlich umzusetzen. Sehr, sehr viel spannende Themen, die da passieren. Bimodale IT ist so ein schönes Stichwort, was ihr bestimmt auch schon mal gehört habt. Das heißt, sehr viel Spannendes auch für die eher technisch Orientierten unter euch. Aber am Ende des Tages, erfolgreich sind wir, wenn wir genau dieses Gesamtbild, was ihr da seht, nämlich alle drei Teilbereiche, so zusammenpuzzeln können, dass es genau die Optimallösung für den Kunden gibt. Und das ist unser Job, den wir Tag ein, Tag aus tun. Genau. Wir hatten uns ein bisschen überlegt, was für Fragen könntet ihr am Ende dieses Vortrags beziehungsweise in unserer Q&A-Session stellen. Ich glaube, Sven hatte es eben auch schon gesagt, es gibt Ansprechpartner bei uns auch, die sich halt um eure Bewerbung beziehungsweise um euren Einstieg halt bei uns kümmern. Wir bieten halt Internships, also sprich Praktika an, Werkstudententätigkeiten hier in Heidelberg, ist ja relativ nah zu Karlsruhe auch, Bachelor- oder Masterarbeiten oder auch nach dem Studium unser Trainee-Programm, was wir in 13 unterschiedlichen Bereichen anbieten, also in wirklich allen Bereichen des Unternehmens, vom Vertrieb bis zur Produktion, vom Finanz- und Rechnungswesen bis auch in der zur IT, mit der Datenmigration, aber auch mit den ganzen Schnittstellen und Technik, die dahinter hängen. Das ist so ein bisschen der Einstieg, der halt bei uns möglich ist. Wir haben mal ein, zwei Erfahrungswerte noch mitgebracht, vielleicht für später, für die Diskussion, was man eigentlich macht als SAP-Berater. Aber ich glaube, da können wir gleich später noch ein bisschen näher drauf eingehen, wenn wir in der Q&A-Session sind, oder Benjamin? Genau. Und das Bildchen, was ihr da seht, das ist tatsächlich, das haben nicht wir gemalt, sondern das hat eine junge Beraterin von uns gemalt, die seit 2 Jahren dabei ist und man sieht schon, Wunsch und Wirklichkeit oder Wunsch und Realität ist ein bisschen was anderes. Wenn ihr unten mal schaut, was steht unten auf der Folie, da stehen halt tatsächlich sehr, sehr viele spannende Dinge. Wir schlafen übrigens auch, das heißt, wir arbeiten nicht 80 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt, Beratung ist ein sehr spannendes Aufgabenfeld, was natürlich heutzutage auch dieses Thema Work-Life-Balance ein ganzes Stückchen mit betrachtet. Aber da können wir gleich tatsächlich in der Fragesession gerne nochmal näher drauf eingehen. Ich glaube, hier diese Folie ist nochmal da, um euch zu so ein bisschen was an die Hand zu geben, halt, wann man sich oder welche Skills wir suchen, was sich in diesem Job halt wirklich halt bezahlt macht. Auf der linken Seite die wirklichen Soft Skills, dass man halt das Auftreten hat, ein Teamplayer ist, wirklich eigenverantwortlich beim Kunden, empathisch handelt und sich um die Probleme kümmert. Und auf der rechten Seite die Sachen, die ihr halt aus dem Studium gelernt habt, das logische, analytische Denken, das konzeptionelle Arbeiten, das integrative Prozesswissen über den Gesamtprozess, also sprich bei uns halt in der Fertigungsindustrie, wirklich, dass man auch seine ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse gebrauchen kann, aber auch englischsprachig beziehungsweise auch an unterschiedliche Sprachen. Und wir suchen in unseren Teams halt ganz unterschiedliche Leute, von der Wirtschaftsinformatik angefangen bis zum Wirtschaftsingenieurwesen, als auch für die ganz reinen wirtschaftlichen Studiengänge wie BWL oder VWL. Gut, damit würden wir, glaube ich, auch unseren Vortrag erstmal beenden und in die Q&A-Session dann gleich starten. Vielen Dank.